Zeller & Mellini ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das 1866 in Eislingen an der Vils gegründet wurde. Zeller & Mellini produziert mit ca. 1000 Mitarbeitern weltweit spezielle Schmierstoffe für Industrie, Fahrzeuge und Maschinen sowie Druckfarben und Chemieprodukte. Mein Name ist Siegfried Müller, ich bin Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der Zeller & Mellini Gruppe. Heute präsentiere ich Ihnen, wie man vom Energieaudit zur Klimaneutralität gelangt, welche Vorteile ein Energiemanagementsystem bietet, welche Maßnahmen wir umgesetzt haben und warum Sie unbedingt einen Energieaudit durchführen sollten. Wir haben zuerst eine Materialflussanalyse durchgeführt, Logistikkonzepte uns angeschaut, um zu sehen, zum Beispiel, wo wir eben halt Leertransporte halt haben, über Gabelstapler, über Transporte. Das nächste wichtige Projekt war eben zu sehen, wie sieht unsere Infrastruktur aus. Wenn wir die Infrastruktur in Ordnung haben, dann können wir nämlich auch das Werk beplanen. Bei der Infrastruktur haben wir natürlich gesehen, dass wir Trafostationen haben, wo wir modernste neue Trafos eingebaut haben. Wir haben uns die Druckluft angeschaut, wir haben uns die Gasversorgung angeschaut, die Wärmeversorgung angeschaut. Das ist zum Thema Infrastruktur und das sind eben die Projekte, die zu einer Energieeffizienz dann führen. Ja, wir sind seit vielen Jahren nach den QM-Normen, Umweltnormen und Energiemanagement-Normen zertifiziert. Und da gehört es dazu, dass man die Prozesse, Abläufe kontinuierlich verbessert. Und bezüglich Energiemanagement werden die Prozesse und Anlagen energetisch ständig verbessert. Und es werden Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art dann auch immer wieder umgesetzt. Unsere Zielsetzung ist, dass wir, wenn wir produzieren, mit sehr wenig Energie arbeiten, dass wir optimal sind, dass wir unseren energetischen Verbrauch, den spezifischen Verbrauch kennen und auch wirklich dabei auch unsere Qualität gleich halten. Unser Energieteam besteht aus vielen Mitarbeitern, die schauen danach, welche Projekte und Maßnahmen umgesetzt werden können. Und diese Einsparung führt dazu, dass wir dann auch CO2 einsparen. Die Ergebnisse wirken sich auf den CO2-Wert aus und wir haben zum Beispiel Primärenergie Strom, ist unser höchster Verbraucher. Wir haben einen Anteil von 48% CO2 und durch die Umstellung auf grünen Strom haben wir den Wert halbiert. Bei Zeller & Mellini ist es so, dass wir Primärenergien einsetzen, Strom, Gas, Wasser und Heizöl. Und diese Mengen werden erfasst mit unserem Energiemonitoring-System. Das ist uns sehr wichtig, weil wir können dann genau zuordnen, an welchen Anlagen welche Energieverbräuche sind und welche Mengen wir produziert haben und können dadurch den spezifischen Energieverbrauch ermitteln. Wir haben an den spezifischen Anlagen Smart Meter installiert und diese Smart Meter erfassen die Energieverbräuche. Wir haben eine Idealcharge, die praktisch uns als Leitcharge dient und wir können dadurch alles miteinander vergleichen und auswerten und wir haben dann immer unter Idealbedingungen produziert. Die Kühlwasseranlage hatte die Problemstellung von schwankenden Temperaturen mit nachteiligen Auswirkungen für die Produktion und mit einem erhöhten Energiebedarf dadurch. Die Zielstellung war, die Anlage zu modernisieren und der Produktion eine konstante Kühlwassertemperatur, Vorlauftemperatur zur Verfügung zu stellen. Dies wurde erreicht durch mehrere Maßnahmen, Einbau eines modernen, hocheffizienten Kühlturms mit EC-Motoren, energiesparend, Installation eines Kühlwassertanks mit großen Kammern und dadurch auch die Nutzung von Abwärme für Sekundärenergie und des Weiteren Einbau und Programmierung einer übergeordneten Steuerung für das Monitoring, um dadurch auch die Energieverbräuche zu reduzieren. Dadurch ergab sich eine bessere Ressourceneffizienz, eine höhere Qualität und ein geringerer Energieverbrauch. Im Bereich der Schmierfertigung haben wir Wärmepumpen im Einsatz. Mit den Wärmepumpen erzeugen wir die Sekundärenergie, die wir zur Vorwärmung des Prozesswasser, diverser Lagertanks als auch der sogenannten Wärmezone benutzen. Mit dem vorgewärmten Prozesswasser, das wir bei 35 Grad jetzt bereitstellen, reduzieren wir deutlich die Heizzeiten in den Prozessen und als Resultat kommt dann entsprechend auch eine schnellere Durchlaufzeit und somit eine höhere Produktivität heraus. Die Lagertanks werden entsprechend auch vorbeheizt über die Sekundärenergie, wodurch die hochviskosen Rohstoffe schneller und einfacher verarbeitbar sind. In der Wärmezone befinden sich sämtliche Rohstoffe im Stückgutbereich, die auch sehr hochviskos sein können, im Winter sogar kristallisieren. Und durch diese Vorkonditionierung haben hier auch dann Rohstoffe direkt verarbeitbar und können schnell und einfach durch die Prozesse.
Produktionsbedingt unterliegen wir in unserem Druckluftnetz sehr starke Schwankungen. Zielsetzung war diese, 4 Kompressoren wurden installiert, verschiedene Leistungsstufen, die die Kompressoren besitzen und kommen somit energiesparend zum Einsatz, weil die Kompressoren miteinander kommunizieren. Durch die intelligente Steuerung, die ja praktisch übergeordnet installiert wurde, greifend eben auf die Kompressoren zu, regelt je nach Leistungsbedarf eben den Kompressor ein, wo eben gebraucht wird, liefert auch Daten zu Verbrauch, zur Leistung, kann auch Daten liefern fürs Monitoring, für Energie- oder Messdatenauswertungen, Kostenanalysen, dementsprechend, was eben so im Monat gebraucht wird. Weiters nutzen wir die Abwärme von den Kompressoren für eine Wärmerückgewinnung. Wir laden diese Wärme in einen Mehrschichtspeicher, der dann wiederum für Heizungszwecke verwendet wird. Im Jahre 2015 haben wir eine neue Tank- und Dosieranlage aufgestellt. Sie ist in der Lage, sehr hochviskose, scheranfällige Bindemittel mit hohen Dosierraten zu bewegen. Die neue Anlage hat die Produktivität gesteigert und den Energieaufwand gesenkt. Klimaneutral und energieintensiv kann man nur sein, wenn man produziert unter Idealbedingungen, weil es ist auch eine Kostenfrage. Und wenn wir ein Energiemanagementsystem haben, eine Klimaneutralität haben, haben wir mit wenig Energieverbrauch unsere Produkte hergestellt. Wir haben dadurch sehr viele Vorteile. Wir können Fördergelder beantragen. Wir können unsere Systeme weiter optimieren, haben dann die Mittel zur Verfügung, um neue Projekte zu starten und uns kontinuierlich zu verbessern bezüglich Energieeffizienz und Klimaneutralität.